So, eins Eck ist wieder da und jetzt entmute ich mich auch im Discord. So. Der kann das da machen. Und der ich das da machen. Morgen. Moment. Ne, 95 reicht. So. Bin ich wieder lauter? Du warst wieder leiser. Muss ich mich später wieder drum kümmern. Ne, ich pegel dich im Discord einfach lauter. Alles gut. So. Hier, kochen. Yay. Wie, hab ich kurz umgepackt, Leute? Ja, wirklich. Okay. Kira hat mich mal nicht verlassen. Leuchtpilze vorbereiten. Hier. Hab ich nicht. Ich hab vorher abgebrochen. Scheiße. Jetzt hab ich's ja. Ach, dreimal muss ich vorbereiten. Mann. Hier. Besorge mehr Leuchtpilze. Hab ich. Reduziere die Hitze. Hab ich. Lass das Gericht köcheln. Kiro, du kannst so lange gehen. Ich bin weg. Du nervst gerade. So, Hammer. Was? Besorge. Skipripipip. Lässig. Hab ich was jetzt? Stell das Gericht in den Kühlschrank. Wow. Ich muss mich noch mal kurz verabschieden. Ich komme wieder. Füge Gewürze hinzu. Eins. Zwei. Drei. Okay. Wie viel gab's? 75, wow. Oh, hier gibt's ordentlich XP. Warte mal, was ist denn das hier? Zusatzwünsche, Vorbereitung, perfekter Eiskristall. Beschaffe perfekte Eiskristalle. Mach mal. Oh Scheiße, ich hab's übersprungen. Was muss ich jetzt? Zutatenbeschaffung? Beschaffe Eis. Nee, das ist Weltenboss. Nö. Die macht man nicht. Ich würde jetzt gerne mal das hier einsetzen. Oh, geil. Alles klar. Das wird verkauft. Da hab ich eine Mini-Bazooka ausgepackt. Nice, nice. Zutatenbeschaffung war das hier unten, glaube. Ja. Da ist die Maus.
Palim, Palim, Palim. Ich flieg vorher zur Flotte. So viel Zeit muss sein. Warte mal, wenn ich auf Hut bin, kann ich auch gleich diesen Starter-Cron wieder sammeln. Was eingefroren ist. Passt ja. Wenn ich doch weiß, wo das ist. Gut, dann überspringe ich wieder. Da kann ich das Starter-Cron wieder sammeln. Ja. Ich habe den Nahrungsbereiter Ihres Schiffs umprogrammiert, um die Kalorienaufnahme der Crew zu verringern. Was? Einige von Ihnen haben etwas zugelegt. Willst du mich verarschen? Spielt einfach daran rum. So ein Arsch. Erstmal dahin. Nee, das ist Stufe 1, das will ich nicht. So. Genau. Ja. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt machen will, aber okay. Machen. Was ist das da? Kartellbasar. Ja, da gehen wir dann noch mal hin. Und das war die Kopfgeld. Der Kopfgeldmist. Hier runter will ich. Ne. Reicht noch nicht aus, Scheiße. Das reicht noch nicht. Durch. Oh Gott, was ist denn hier los? Makrofernglas-Mission. Was? Was für eine Fernglasmission? Makro-Fernglasmission. Es ist mir eine Ehre, Jedi. Dina Riss vom SID. Ich habe Holos von euren Kriegszügen gesehen. Einen Elan wie den euren könnten wir hier gut brauchen. Wir sind hinter einem abtrünnigen Element her, das entscheidende republikanische Ziele angreifen will. Es wird bald geschehen und es wird katastrophal. Ich bin immer bereit, die Republik gegen ihre Feinde zu verteidigen. Sagt mir, wie ich helfen kann. Ihr ahnt ja nicht, wie erleichtert ich bin, dass der Bezwinger des Sith-Imperators auf meiner Seite steht. Schon wieder? Ich kann über Holo nicht viel mehr sagen. Unser Gegner hat überall Augen und Ohren. Außerdem habe ich etwas, das ihr brauchen werdet. Ein spezielles Gerät. Kommt her und trefft euch persönlich mit mir. Und beeilt euch bitte. Die Alte hat auch gesagt, ich bin schon wieder der Bezwinger vom Sith-Imperator. Ich hab den doch noch gar nicht bekämpft. Welche waren das hier? Makrophase erstmal ausblenden. Suchdroiden-Mission. Was geht denn jetzt hier ab? Ist das vielleicht eine Flashback-Mission oder so? Die sind alle nur gelb. Der Held von Typhon.
Es ist mir eine Ehre, euch endlich zu treffen. Nur wenige haben so viel für unseren Orden geopfert. Und für die Republik. Ich bin Meister Cedral Gent vom Rat der Jedi. Ich entschuldige mich für die Störung, aber die Schreckensmeister haben drastische Schritte ergriffen, die unzählige Leben gefährden. Ich brauche eure Hilfe. Ich weiß überhaupt nichts über diese Schreckensmeister. Wer sind sie? Und was wollen sie? Die Schreckensmeister sind außergewöhnlich starke Sith, die Republik und das Imperium gleichermaßen angreifen. Wie ihr ihnen bislang aus dem Weg gehen konntet, ist mir allerdings ein Rätsel. Es ist besser, wenn wir die Einzelheiten dieser Notsituation persönlich besprechen. Ich übermittle euch meine Koordinaten. Kommt so schnell ihr könnt. Ja, okay. Nächste Quest ausblenden. Okay, was ist hier drin? Fetter Blaster. Der hat nur 2400 Damage. Pff. Holy shit, ey. Oh, warte mal, jetzt sehe ich ja das erste Mal mein Kristall, den ich... Weiß, blau, violett ist der tatsächlich. Kartellbasar. Oh, hier gibt es auch schon wieder eine Quest. Willst du mich verkackt, ey Mann? Vermächtnishändler, Schrott, Austauschhändler. Zeig mal her. Java Schrott, verschiedene Schrottteile, nee. Artefaktenmaterial, Prototypmaterial. Kiefer-Tipp-Matte! Okay. Für was ist das alles gut? Warst du schon mal auf diesem Kartellbasar? Ist das bei der Flotte? Nicht aktiv für mich, aber durchgefahren haben wir so ein paar Preise angeschaut. Und vieles davon konnte ich einfach nicht bezahlen, darum habe ich da nicht weiter. Ja, weil du da diesen komischen Schrott brauchst, den kriege ich ja hier durch das ganze Plündern immer. Aber... Hey? Soweit ich das sehe, was du da auch alles kaufen kannst, du kannst dir ja auch, wie heißt das, Dingsbums zusammenstellen, so eine eigene Base zusammenbauen, ich weiß gerade das richtige Wort nicht. Und da kann man dann auch je nach deinem Beruf halt... Medis herstellen, sonstige Sachen herstellen und das sieht mir ziemlich nach Verbrauchsgütern aus, die man dafür halt verwendet, um besondere Gegenstände herzustellen. Hm. Unterweltbörse. Wir hoffen, dass unser Inventar ihren Wünschen gerecht wird. Kira Carson, Anpassung 9. Okay. Vielen Dank für Ihren Besuch. Blutzeug. Seht euch ruhig um. Alles, was ihr hier seht, ist zu verkaufen. Emote-Stuhl 1. Wende die ausgewählte Freischaltung auf deinen Spielcharakter an. Aha. Ist das so ein Gleiter? Beehrt uns doch wieder. Ist auch noch so ein Typ, sie. Humor gar. C2N2 Anpassung Butler. Kartellmünzenverwalter. Kreaturengefährtenzähmer. Mit dem kann ich einfach nicht reden.
Gefährten Anpassung. Nee. Druiden Gefährtentechniker. Was? Kann ich nicht reden. Kantina. Tokenhändler der bombastischen Beck. Tokenhändler der Himmelsklingen. Tokenhändler der Boxenkreischer. Alles klar. Den Namen. Kopfgeldterminal. Was ist denn das hier? Sprich mit IK, aber hier ist ein K von BH7X. Das ist Kopfgeld. Nee, das machen wir noch nicht. Ermittlungsvorräte. Ah, okay. Nee, das brauche ich später. Botschafter Keil, Spezialgüter. Ich freue mich immer über Kundschaft. Kann ich euch behilflich sein? Nee. Seht euch ruhig um. Kleiner Bum-Bum-Typsi. Rufhändler. Wenn ihr was seht, was euch gefällt, gebt mir ein Zeichen. Ach, lass mich in Ruhe. Nochmal ein Rufhändler. Wenn ihr was seht, das euch gefällt, ruft mich einfach. Beehrt uns doch wieder. Kree-Rufhändler. Willkommen. Braucht ihr medizinische Hilfe? Infizierter Kira Carson-Anpassung. Was? Alles klar. Passt auf. Kannst du das so holen? Aber hier unten ist das mit dem Kopfgeld. Das ist gut. Da weiß ich schon, wo ich dann hin muss später. Weißt du, was das ist? Das ist eine Kopfgeldmission. Kopfgeldjägermission. Die kannst du auch als Lady machen. Musste hier dieses, in dem auch Han Solo eingesperrt war, ich weiß gar nicht, Carbonit? Ja, ich guck Carbonit. Ding, die vor diesen Türen immer sind, anklicken. Da siehst du ja die Leuchten dann. Ah, ja. So, Jedi war Schmuggler, Jedi Ritter. Oh, ich muss immer bis darüber. Warte mal, was? Handlungsbogen Ilum. Oh ne, mit dem habe ich schon gequatscht. Also Kopfgeld hätte ich mir auch sowas vorstellen können, dass da echte Spieler jemand anderen halt anzeigen und so viel Geld dafür geben. Weil man kann ja jederzeit Spieler herausfordern. Und ich darf wieder nach Hut. PvP-Kriegsgericht beschützt, was du auf eine Mindeststufe verstärkt, sodass du dich mit anderen Spielern messen kannst. Besuche das PvP-Missionsterminal bei der Flotte, bevor du dich einreißt. Nee. Einfach nee. So, du machst das. Der hat jetzt eine Stufe 1, hat ihn gemacht. Wow. Was ist das denn? 75.
Schließe wöchentliche Mission ab 2 von 3, schließe tägliche Zutatenmission ab. Ja, ich beschaffe ja jetzt schon Zutaten. Ne? Ey, warum kann ich nicht gleich auf dem Planeten landen? Warum muss ich erst irgendwo im Orbit landen und 10.000 Fahrstühle und Raumschiffe nutzen, damit ich auf den Planeten komme? Das ist nervig. Einen hellen Handlungsbogen mach ich sowieso nicht. Wo war das Datacron? Weiß ich das noch? Ich glaube, hier irgendwo war das. Ha. Die ganze Mission interessiert mich auch erstmal nicht. So, wo müssen wir denn hin? Hat mir das hier angezeigt? Nö. Wow. Beschaffe perfekte Eiskristalle. Das ist doch wieder da hinten, wo ich erst war. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Boah, aber sowas. Passen Sie auf sich auf. Och nö, das sind ja wieder die Typs, die mich umgekloppt haben. Ja, gut. Sie haben nichts anderes als die bestmögliche Qualität verdient. Hier Schicksalaufklärung, mach das mal. Ist meine höchste Priorität. Sie können versichert sagen, dass ich diese Aufgabe perfekt ausführen werde. Mein Schwesterlein. Oh. Das erkenne ich jetzt zuerst. Einmal das hier, ja, einmal Gas geben und einmal wieder bis dahinter brettern. Ich glaube, da sind die Kühe wieder gelandet. Worf, gibt's Kühe? Nee, bei mir hier. Der Krankenwagen so krass fährt. Also. Wenn du dir das Bild bei Memes anguckst, weißt du, was ich meine. Das ist aber eigentlich schon uralt, oder? Ich meine, das kenne ich irgendwie schon von diesem DC. Keine Ahnung, ich hab das so. Nee, auf dem DC noch nicht. Ich hab das heute nur bei Facebook gesehen, deswegen dachte ich mir, oh, postest du einfach mal. Nee. Oh Gott. Scheiße, wo fahr ich gerade hin? Nicht da, wo ich hin soll. Ey, ich muss nebenbei echt hier drauf aufpassen. Was ist das denn? Ich komm doch nie unten immer aus. Pirna. Scheiße. Ich muss das Handy weglegen. So, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg.
los. Da weiß ich, was ich mir demnächst gönne. Bin ich soweit mal da? Ja, hab grad mal die Hälfte geschafft. Ei, Mann, Mann, Mann. Das geht noch 5 Minuten. Das geht noch 5 Minuten. Und Erfolgsschub muss ich wieder anklicken. Okay. Auf der anderen Seite war das Dartag schon, das gönne ich mir dann auch noch. Aber erst kommen die Zutaten. Die sind dort, wo es zu den Eiern ging. Los? Nichts, ich bin einfach nur in so blaue Plörre da dran geplumpst, die Damage macht. Mhm. Durch die musst du dann noch rennen, weil du dort an diese Dinger musst. Das ist genau die blaue Plörre, wo ich mehrfach gestorben bin. Es freut mich ja jetzt schon. Ja, vor allem, man kann einfach immer nur im Medi-Center spawnen. Mhm. Ey, du kriegst dann was, womit du immun bist gegen das Zeug für sehr wenig Zeit. Okay, ich bin angekommen. Beschaffe perfekte Kristalle. Da ist einer. Eins. Drei. Vier und Nummer fünf. Nice. Und jetzt Starter-Cron suchen. Erstmal im Weltenbus vorbei. Ja. Vor allem diese Weltenboss-Beschaffungsmission für das Fest. Ja. Du musst gegen drei Weltenbosse kämpfen, nicht nur gegen einen. Ist einfach nur Kacke. Ja, da kommen jetzt auch so Sachen, wo man wahrscheinlich als Viererteam oder so agieren soll. Gegen Weltenbosse kannst du nur als Viererteam kämpfen. Das meine ich ja. Dass die halt darauf jetzt bauen, dass jemand, der schon so lange dabei ist, auch Freunde gefunden hat. Ja. Einer davon ist nicht online. Base. Nein, ach stimmt, der spielt. Der hat das aber eh scheiße schon durchgespielt. Der hat doch mehrere Accounts, ja. Ja, Charaktere, nicht Accounts. Ich würde sogar wetten, dass er mehrere Accounts hat. Nö, warum? Er kann jeden Charakter besitzen. Er hat ja Abo und da kannst du bis zu 24 Charaktere besitzen. Achso, er hat Abo, okay. Das wusste ich nicht. Weil wir können, glaube ich, nur 4 oder so besitzen. Nee, 24 kann ich besitzen. Na jetzt. Oh, bloß bis die 30 Tage rum sind und dann war es das sowieso bei mir. Verschwindet das dann einfach? Nee, oder? Irgendwas bleibt ja. War da. Dass dein Level bleibt und die Sachen, die du anziehen kannst, bleiben. Aber
alles andere verschwindet dann wieder. Deswegen kaufe ich mir auch keine Slot-Erweiterung mehr. Ich könnte mir jetzt die nächste 10er-Reihe Slots holen, aber ich weiß nicht, ob das dann bleibt. Und da für 200.000 jetzt ausgegeben, ich keinen Bock drauf. Ja. Schön. Konntest du diesen komischen Schutzmittel-Dings auch noch einmal nehmen? Ja. Ah, das ist so ein Spezieszeug. Ey, hier liegt ja noch mehr rum davon. Spezies-Teils. So, wo war denn jetzt? Das müsste doch hier unten gewesen sein. Schuss. Da ist es. Na dann, tau mal auf. Es ist ein... Keine Ahnung, blaues? Reich eingesetzte Technologie. Matrix-Splitter, okay. Wie sind die eigentlich? Ich weiß nur, dass man die irgendwo abgeben kann. Dann. Ich glaube, die sind Coruscant-Tempel. Da gibt es so einen Abschnitt, da kannst du die Matrix-Splitter reinmachen. Aurik-Stützpunkt, Stützpunkt Kantina, dahin. Das? Schon wieder ein Blaster. 1900. Das sehe ich ja jetzt, ist bei mir steht Ike LP Valhalla, der Kompromisslose. Hast du das vorher nicht gesehen? Nee. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Hä, wie kriege ich denn das weg? Jedes Mal, wenn Sie von einer Mission zurückkehren, dann hier. Zehner. Das da. Und ab geht's nach Nashada. Mal wieder. War das bei euch halt auch so stürmisch? Ja. Extrem.
Ich dachte hier jedes Mal heute Vormittag, dass einer im Hausflur mit dem Fußabtreter durch die Gegend schiebt. Weil sich das so im Hausflur durch den Wind angehört hat. Das war richtig seltsam. Ich bin jedes Mal gucken gegangen, weil ich der Einzige bin mit einem Fußabtreter hier im Haus. Und dann ging es ja zur Mittagszeit richtig los. Jalousien im Schlafzimmer die ganze Zeit gewackelt durch den Wind. Konntest du einfach kein Auge zu machen. Mittlerweile hat es ein bisschen nachgelassen bei uns, aber es war. Bei uns ist es ganz weg. Es war so schlimm, dass. Aber das Gefühl, jede Pflanze, die in dem Topf stand, durch den halben Garten geweht wurde. Der Hausmeister hat hier heute auch zu tun. Vor diesem Drecksloch, was? Wo soll's denn hingehen? Willkommen. Im ganzen Bitte wählen Sie einen Schnatterer Dutch, der von den Bäumen runterkam. Pigropiert Gafur. Hognichu. Autsch. Aber hey, Boah, ich weiß nicht, lässt er das vielleicht auch erstmal liegen, bis Blätter komplett weg sind von Bäumen? So arbeiten die sich jetzt auch. Ich rede nicht von den Blättern, ich rede von den Ästen. Zweigen, die runtergekommen sind. Ja, gut. Aber meine Rüstungsabdeckung hier, diese Blätter, die ich mir angemacht habe, davon ist kein einziges weggeflogen. Toi, toi, toi. Ich dachte eigentlich, die Hälfte davon geht flöten bei dem Wind. Also da hat Wisch mir mal echt was Gutes geliefert. Boah, apropos Wisch. Gestern kamen ja die nächsten Weihnachtsgeschenke für meine Kies an. Also für zwei Kuscheltiere für meine Tochter und die Carnage-Figur für meinen Sohn. Ja. Kuscheltiere ausgepackt. Das erste, was ich gemacht habe, Zollstock genommen, ausgemessen. Ich habe nämlich 30 cm Plüschfiguren von Sonic bestellt. Die eine Figur 27 cm, lasse ich noch durchgehen. Die andere Figur 20 cm, das lasse ich nicht mehr durchgehen. Es steht auch in der Bestellung, ich habe 30 cm angeklickt und nicht 20 cm. Habe ich jetzt wieder mal hingeschrieben, bin mal gespannt, wie die Lösung aussieht. Ob ich das zurückschicken soll und eine neue kriege oder ob ich wieder Geld erstattet bekomme. Oh je, lässt sich gar nicht was zu machen. Ja, ich sag mal so, also. Es wäre schon praktisch, wenn ich die 30 cm Figur bekomme. Weil alle Kuscheltiere meiner Tochter von Sonic 30 cm groß sind. Und wenn er jetzt irgendwo so eine kleine 20 cm Kuscheltierfigur ist, ist das ja scheiße. Ja, klar. So, was hast du jetzt wieder? Essen machen. Nicht Essen machen, Essen ausliefern. Das will ich nicht. Auftragstafel. Haben wir hier noch was? Weltmus. Nein, vergiss es. Nö, einfach nö. Und hier ist wieder nicht wählbar. Okay. Okay. Wo ist denn hier so ein Händler hier? Wie viele Münzen haben wir denn? 4.477. Ich könnte mir hier halt was holen. Emote auf den Wohlstand. Okay. Essenssteuer des Festes des Wohlstands. Ausrüstung ist einfach für den Arsch. Das sind... Was ist das? Kahles Schlammhorn. Ruft ein kleines Schlammhorn herbei, das dir folgt und dich auf deinen Abenteuern beobachtet. Ihr Denatur. Okay. Das sind Stufe 1er Rüstungsteile der Brustmahlzeit. Das werde ich mir definitiv nicht holen. Verbesserte Gewürzmischung für Küchenneulinge. Verbesserte Achsenfett. Was? Erhöht bei dem Kantiner Hochbetrieb verdiente Belohnung. Erhöht bei der Kochherausforderung beim Fest des Wohlstandes verdiente Belohnung. Ich weiß ja nicht. Sonst gibt es hier nichts außer Begleittiere und Emotes. Ein bisschen was für eine Festung.
Festzutatentransporter. Ach, das ist so ein Gleiter. Ich weiß ja nicht. Emote überfressen, spür den Groove. Brustplatte des Festhändlers. Kannst du vergessen, ey. Kannst du halt einfach alles vergessen hier. Ich hab zwei neue Haustiere. Ich hab jetzt einfach die Haustiere geholt und gut. Damit sich das hier überhaupt lohnt. Was bist denn du für ein kleiner Arschi? Ach, Kira, verpiss dich mal. Warte mal, Kira, ich muss dich wegschicken. So. Meldet euch, wenn ihr mich braucht. Der hat hier vier Augen. Wo ist er denn? Hä? Da ist er. Das ist ein kleines, süßes Arschloch. So, und das andere Tier? Sieht aus wie Nashorn. Nashorn-Kaulquappe. Sieht aber auch süß aus. Gut, ich habe zwei süße kleine neue Arschlöcher. Das gefällt mir doch. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das bleibt erst einmal. Hier muss ich dann wieder alles aktivieren. Dann werde ich aber jetzt auch. Werde ich das machen? Werde ich das nicht machen? Ich lasse das mal noch. Ich mache jetzt auf Nashadar meine komische Quest. Krieg um Nashadar. Jetzt folgt mir so ein kleines Nashorn. Geil. Komm, gut, 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 ja, komm. Das sieht halt einfach so dämlich aus, wenn er so ein kleines Vieh daher rennt. Oh Gott. Krieg um Nashadar. Kennst du die Quest schon? Krieg auf Nashadar? Ja. Nö, ne, sagt mir nichts. Okay. Sowieso starke Probleme gerade bei einer Helden-Mission. Inwiefern? Konkret gesagt, ich bin das dritte, zweite Mal gestorben. Willkommen. Bitte das mit den Heldenmissionen, das kenne ich, dass man da so oft stirbt. Das ist für mich nichts Neues mehr, aber welches ist denn das? Immer noch Schwarzes Loch und die heißt genau gesagt Schattenjagd. Okay. Das ist immer so, da. Die Typsies heißen auch immer Torvix Corona. Fackeln. Ah, die Corona-Mission. Ich müsste jetzt in hier einen Folgen gucken, damit ich wüsste, wie ich das gemacht habe. Ja, es ist einfach. Ich habe nicht viele AOE-Attacken und da stehen immer 4, 5 nebeneinander. Die halt dann auch immer nicht Elite sind, aber die Stufe drunter. Die, ach so, ja, immer die Schwächsten als erstes angreifen. Immer die mit den wenigsten Lebenspunkten. Mache ich auch immer. Das Problem ist, da diese komischen Druiden ziehen mich immer dahin zu sich. Und die sind immer die stärksten Gegner. Ja, da hatte ich auch zu kämpfen. Ja, jetzt weiß ich wieder, welche du meinst. Ich sag mal so, so verbrauche ich wenigstens das erste Mal seit Jahren gefühlt Medipacks. Boah. Ich muss da lang. Und jetzt geradeaus. Hier rum. Tatsache. Warte mal, ich will hier vorher das anklicken.
das anklicken. Und das geht noch 35 Minuten, okay. Aber, hä? Ach, ich muss von... Da ist noch eine Quest. Und ich muss von der anderen Seite ran. Oh Gott. Nein. Dann wollte ich drücken. Hey, ich hatte echt selten so eine schwere Mission. Ja, mit der bin ich glaube ich zwei, dreimal gestorben. Ich muss halt, also mein ganzes Überleben hängt von einer Fähigkeit ab, die 3 Minuten Abklingzeit hat. Das bedeutet, ich muss immer warten, bis die 3 Minuten rum sind, so ungefähr. Warum hat man noch so eine Kacke, die 3 Minuten Abklingzeit hat? Weil die mich unsterblich macht. Cheater. Sicherlich auch, nur nie betrachtet wahrscheinlich. Nee, ich hab nicht die gleichen Sachen wie du. Kampfsequenz eingeleitet. Waffen bereit. Deine Nummer 3 ist gleich, deine Nummer 1 ist gleich. Warnung! Die restlichen sehe ich, die zu dunkel sind. Störeingriff von außen verhindert Aktivierung. Also wir haben schon so ähnliche, beziehungsweise die gleichen. Zur künftigen Eliminierung im Speicher hinterlegt. Selbst die Droiden des Imperiums halten sich für was Besseres. Hat man dir die Arroganz einprogrammiert? Negativ. Ich wurde dazu programmiert, sie in winzige Moleküle zu zerlegen. Versuch's, Droide. Jetzt reicht's, Droide. Vokabulator ausgeschaltet. Tut mir leid, es war nicht einfach, den Holo-Emitter dieses sturen Droiden zu überwinden. Ich bin euer Kontaktmann, republikanischer SID. Ich wünschte, ich könnte euch persönlich begegnen, aber ich sitze hier an einer Kommstation mitten im Hauptquartier des imperialen Geheimdienstes. Es ist eine lange Geschichte. Seid ihr des Wahnsinns? Wenn sie dieses Signal verfolgen, ist das euer Ende. Es ist mein Job, Druiden wie diesen hier zu warten. Die perfekte Tarnung. Niemand beachtet mich. Nehme ich an. Mein Sicherheitszugriff hier ist begrenzt, aber ich habe mich mit einer Widerstandszelle kurzschließen können, die im imperialen Fabrikbereich agiert. Die Leute da sind praktisch Sklaven und bereit zum Aufstand. Sie werden euch helfen, kritische imperiale Ziele zu identifizieren. Wir wollen den Feind aufhalten, bevor er uns angreifen kann. Nächste ich brauche nur ihre Namen und Standorte. Ich lade die Profile von Leuten hoch, mit denen ihr reden solltet. Ihr findet sie ganz in der Nähe. Oh je, muss den Kanal schließen. Viel Glück! Beim, du bist Stufe 60 in der Mission. Begrenzten Sprach- ich bin mit Stufe 65, 66 darin. Ich wünsche darin. Ihnen einen sonnigen, wonnigen Tag, Bürger der Republik! Die Mission. Ja. Ich bin erst Stufe 60 geworden, wo ich alle Nebenmissionen fertig hatte und alle Helden plus 2 und dann die Hauptstory gemacht habe. Eben, das ist aber bei mir ja eine Helden plus 2 Mission. Ja, die habe ich ja alles schon vorher gemacht. Ich bin Stufe 60 und 59 erst geworden, wo ich die Dings gemacht habe, die Hauptstory. Die ganzen Helden plus 2 und Nebenstorys, die mache ich immer zum Anfang. Und da war ich doch bei Weitem nicht so hoch. Und ich habe das hingekriegt, nach 3-4 Mal Sterben. Erstens, ich bin nur bei 2 Mal Sterben, also lass mir meinen einen Tod noch, den habe ich noch gut. Zweitens, ist doch egal, man wird doch eh auf 50 runtergestuft. Und drittens, zu dem Zeitpunkt, wo du das gemacht hast, hast du dein Schwert schon abgegeben, was ich noch nicht gemacht habe. Ich habe noch ein sehr schwaches Schwert, was ich hier gerade merke. Ich würde gerne das neue Schwert von mir nutzen. Das macht schon im vierstelligen Bereich Schaden, ohne dass es aufgerüstet diese oder aufgeladet ist. Diese Entscheidung kann sicher warten, bis ihr euch etwas entspannt habt. Warum sollte ich einem imperialen Folterer helfen? Karini, anika nikak, kinia kak anakwamjam. Naya nam ramkam, kala amkam manimani, libikbak. Das kann ich dem Imperium nicht durchgehen lassen. Okay.
Da lang muss ich. Oh Gott, ich muss wieder da runter. Zerstöre die Terminals. Das müsste ich ja eigentlich hinkriegen. Ja. Ach Gott, wie lange ich hier schon nicht mehr war. Erfordert Rüstungsbau Stufe 460? Ja. Ja, nee. Du hast ja kein Rüstungsbau. Du hast doch nee. Ein Bio-Schiff. Darum kein Plan, was ich damit anfangen soll. Okay, mein Schwert ist hier für den Arsch. Ich glaube, selbst das Schwert wird auf 25 runtergesetzt. Ja, alles dein Damage-Wert. Boah, für den Arsch, ey. Ich hätte Lust auf ein bisschen Sachschaden. Diese imperiale Befragungsanlage kommt mir da gerade rein. Ist ja für ein Arsch. Warte mal, wo ist das nächste Terminal? Och. Darf ich den Scheiß untersuchen? Jo. Besiege die imperialen Beamten, schalte die imperialen Befragungstypsis aus. Das ist aber nur Bonus. Was hat der? Oh, zwei Kisten. Holy shit. Schuhe müssten eigentlich die gleichen sein. Ne. 30, 1, 38, 5, 3, 5, 7, 3, 5, 6, 7, 7, 4. Angriff 3, 6, 8. Ne, die bleiben. Verkauft. 5, 4, 8, 2, 3, 3. Nee, das kann auch verkauft werden. So. Oh.
Bahnbahn? Wo soll der denn sein? Oh, ich renne in die falsche Richtung. Ach ja. Kann ich die hier irgendwie befreien? Hier lang. So, die ist gleich abgeschlossen. Warte, ich muss hier vorne nochmal kämpfen. Okay, das war nicht der, den ich bekämpfen soll. Dann ist es der da. Da ist noch ein Beamter. Ich kehre zu dem Typen zurück. Wo sitzt denn der? Ja. Genau, wenn mir jemand sagt, wo der sitzt, würde ich mich ja hinporten. Hier eigentlich, ich kann hier den Gleiter benutzen. Scheiße. Ich nutze das da zum Ausrüstlager des imperialen Geheimdienstes. Ich mache das jetzt einfach so hier. Ich will hier nicht weiter kämpfen. Was? Promenade? Yeah. Mann, ich muss ins Ausrüstungslager, lol. Da muss ich halt hier lang. Mami lebik pak manuk, maraka naja ki nam ya bamyak, kampul jakinan, ki nama am kabina wam wam karak. Maraka kem yu am kam nemnu, nam gan bak umnok ki jak. Das Imperium wird die Gegend ohne Zweifel durchkämmen. Kam perim ganam, bagiyang, manik hikupukam, jukaki mem paninu. Am Kabina Bek Memnu Kimgam. Umnuk Inu Memnu. Am Kakam Mem Perolak Palak. Okay, abgeschlossen.
178.000 EP gab's bei der Mission. Holy shit. Warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Droide, du bist ein Arsch. Ach nee, das war ja Altor, bei dem das schief gelaufen ist. Du bist ein Arsch. Och nee, geht die Quest hier echt noch weiter? Es war nie as Ezred. Baringo Humbaleba. As Ureg Fiko hat Mert Aki Sok. Ich habe leider den Faden verloren. Nembor Kinta Vila Gito Torko. Ogene Kunk. Tole Ras Ege Mas Fonal Es. Kot Vene Atenge Razon Igot. Ich glaube, da kann ich helfen. As Tule Mili Najesaga. Latlan Felek Gegob Es Elenga Agiob. Bitte was. Sammle Vorräte, sammle Rüstung, sammle Blastergewehrteile. Aha. Das wo? Wieder da unten. Oh Gott. Das muss ich jetzt alles da sammeln. Okay, das ist eigentlich easy. Warte mal. Nein, die habe ich schon gesehen. Scheiße. Keine Sorge. Gegen jener Kerl, der hat Muskeln und ist tot. Wow! Warte mal, da stehen schon wieder welche. Ich mache mir erstmal ein Päuschen. Da bin ich gleich wieder da.